Die FDP will das Autofahren in Innenstädten wieder attraktiver machen. Dazu haben die Liberalen ihren Autoplan vorgestellt. Die Partei setzt darin auf mehr kostenloses Parken in Innenstädten oder alternativ ein deutschlandweites Flatrate-Parken. Zudem sollen weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen eingerichtet werden, um Autos in den Städten mehr Raum zu geben. Der Entwurf richtet sich explizit gegen den eigenen Koalitionspartner in der Bundesregierung. Die FDP stelle sich, so wörtlich, gegen eine grüne Politik der Bevormundung, sagte Generalsekretär Bijan Dzirsarai der Bild. Die Koalitionspartner SPD und Grüne kritisierten die Vorhaben bereits.